Und jetzt geht's los hier auf dem Centerplatz. A1 Major Klangfurt 2016. Erstes Service, Janis Schmelitsch. Wir geben die Arme nach vorne und unterstützen das Geburtstagskind beim Service. Der Ball im Acht. Er kommt bei Lettland. Und wir gehen Schmidt, komm an, der Ball aus, let's go! Und wir blasen zum ersten im Finale. Sensationeller Ballwechsel, die Burschen beginnen. Lange Wiederholung, daher steht der Schiedsrichter mit ausgestrecktem Arm hier. Gibt es die lange Wiederholung und Simon wartet am Service. Wir geben die Arme nach vorne. Service 2, dritter Punkt bei Lettland. Service wieder von Janis, 3 zu 3. Führung Lettland, Side-Switch, 4 zu 3. Liebe Beach-Fans, wer gewinnt dieses Finale? Ist das Brasilien? Oder ist es Lettland? Brasil! Latvia! Simon, gleich aus, wir beide. Und Simon gegen den Block von Alexander. Auch im Semifinale hat Alexander am Block begonnen, dann hat ihn Janis abgelöst. Guto steht auf plus 2 für Brasilien, 6 zu 4. Netzberührung Simon, da geht der Daumen gleich nach oben. 5 zu 6 und Service Lettland.
Meet your fans, clap your hands. Meet your fans, clap your hands. Sieben, super. Das ist die Spezialität der letzten 6 zu 7. Mächtig Angriff! Yannis made it! Here comes up, 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 here comes up. So there's 2-9-7. Der Ball im Out. Und das ist Gleichstand für Lettland 9-9. Auf die Führung bei Lettland, wo sind die Fans der Lettland? Der Ball im Out und so geht es in die Technik Timeout mit Führung Lettland 11-10. Wir hier nutzen diese Technik Timeout für die Crash Wave. Die Welle beginnt einerseits hier beim Ö3-Turm, läuft Richtung Smart und andererseits genau vis-à-vis neben dem Presseturm und läuft auch Richtung Smart. Aufgepasst, beim Smart müssen beide Wellen sich kreuzen und weiterlaufen und auf der VIP-Tribüne kreuzen sie sich dann auch. 3, 2, 1, Crash Wave! Laut. Ich bin aufgepasst. Lauter! Sensationell Klang kommt und wir holen die Teams ins Finale zurück auf den Sendeball. Auf geht's! Wir klatschen mit für Brasilien und für Lettland! Simon gleich da, selbst Zeit.
nimmt den zweiten. Der Ball im Aus, plus zwei bei Lettland. Da ist immer auch zu viel Risiko. 14 zu 12. Da blasen wir zu einer lauten. Janis zum Side-Switch. Lock von Janis! Mein Block, der Brasilianer, der Letten! Aufzeit, Timeout, Brazil, 4 Points down. Ganz Österreich schaut zu, die ganze Welt, ist ganz Österreich im Stadion. Macht euch bemerkbar, wo sind die Vorarlberger? Die Burgenländer? Tiroler? Salzburg, Wien, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich. Wie ist die Stimmung unter dem Dach? Die Stimmung im Freien, bei den Mädels, bei den Burschen, bei den Fans der Letten, bei den Fans der Brasilianer. Here we go. Simon, verkürzt 14-17. Wenn ihm noch seiner gelingt, dann gibt's für ihn die Explosion. Niemand. Bock nicht. Linienrichterin zeigt ihn. Ein Linienrichter out, eine Linienrichterin in. Referee sitzt besser. Service gut, 15. Jetzt der Servicefehler und der 18. Punkt für Lettland. Wo sind die Fenster Letten?
Mann ins Feld diesmal. 16 zu 18. Here comes the boom. Here comes the boom. Here comes the boom. Here comes the boom. Gehoben wird ja angezeigt von Ritz. Side switch. Die Teams wechseln von links nach rechts. Links. Der ist fertig auf 2 und wir stehen auf! Das war Lettland, Herr von Latter! Stand up, now everybody clap your hands! Abgewehrt, 17-20. Simon, aber der Block im Out, die Brasilianer meinen, er war in. Ja, da können die jungen Brasilianer jetzt nicht bieten, was sie wollen. Vormarktprotokoll gibt es keines mehr. Der Ref muss nicht mehr vom Stuhl, um das zu überprüfen. Er hat es genau gesehen von da oben. Mit Punkt Lettland, 1-0. Wo sind die Fans der Brasilianer? Motivationsapplaus für Simon und Tokio. Gut so. Nicht so wie er wollte, aber Ausgleich. Technischen Ausfall sorgen wir für Erfrischung. Alex, der Lion King, und es steht 2-1.
Und das ist Janis Minis. Mein Gott. 3-1. Feine Klinge bei Simon. Riesenapplaus für alle vier! Brasilien 4, Lettland 3. Alex überrascht hier, Simon, 4 beide. Move your fans, clap your hands. Und dann ist uns eigene Welt blockiert. 6 Punkte für Brasilien. Das ist einer für die Explosion. Die erste Reihe aufgepasst. Explosion! Okay. 6 zu 6. Wiederholung im Fernsehen, so sensationell war der Ballwechsel. Und wir geben die Arme nach vorne für Simon. Okay, now everybody, put your hands up.
Now wave your hands to the left, to the right, to the left, to the right. Janis Milic, Bronze in London, und so verkehrt das 7-8. Alexander Samoilov von Brasilien. Wo sind die Fans der Brasilianer? Die Fans der Letten. Der Brasilianer. Der Letten. Janis, gefühlvoll. 8-9. Alexander blockiert wieder, er blockiert zum 9-9. Brasilien 10, Lettland 9, wir blasen zu einer lauten. Kuckuck hebt ihn aus und steht auf 11-9. Janis wieder am Block. Monster Block. Technical Timeout und die Sorgen für Abkühlung auf den Tribünen. Eskimo Girls. Wasser, Marsch. Sind die VIP-Tribüne gefordert, alle anderen werden abgespritzt, die VIP-Tribüne klatscht, die Teams zurück aufs Feld. Come on everybody, in the house, clap your hands. Simon, 12-10. Beide Brasilianer am Ball, aber können ihn nicht im Spiel halten. Thank you.
Tango Fompa setting the bar. Uto gegen Janis Brille. Das ist Beachvolleyball vom Feinsten. Applaus für die vier. Spielt der Angreifer da blockfrei. You're unbelievable. Block von Lion King. 15 zu 14. Los zwei für Letzter. Wo sind die Fans der Letzten? Der Brasilianer. Der Letten, der Brasilianer! Auszeit, Timeout Brasil, Auszeit Brasilien. 2 Punkte Rückstand, da braucht es eine Pause. Hier ist der beste Musikmix für Österreich. Sie kommen zurück auf den Center Court. In Grün Brasilien. In Rot Lettland. In Grün. In Rot. In Grün. In Rot. In den Block hinein, 15, 16. Sensationelle Annahme, zweite Mal erfolgreich abgeschlossen, 17, 15 plus 2 Lettland. Die Diagonale 16, 17. Mein Block, mein Block.
17 beide. Und Janis, 5 cm größer. Side switch, 18, 17, Lettland führt. Hier geht die Arme nach vorne für Janis. Arme nach vorne. Lettland plus 2, da blasen wir für Brasilien, Zürner Lauten. Yannis, congratulations. Just one statement from the champions. Yeah. Actually, I feel really sad. Really sad. Because this is the last tournament.